Ich habe vor einiger Zeit etwas entwickelt namens Thalassophobie. Eine Angststörung, die es mir beispielsweise einigermaßen unmöglich macht, vor allem wenn ich den Boden nicht sehen kann, herumzuplanschen. Was etwas tragisch ist, da ich in jugendlichen Jahren sehr viel und sehr gerne geschwommen bin und tatsächlich kurzzeitig Wettkampfschwimmer für das Bundesland Nordrhein-Westfalen war. Aber hey, immerhin kann ich jetzt in einer immer buckliger werdenden Haltung vorm PC verkümmern und mit dieser Story ein paar Sympathiepunkte im Internet einheimsen. Ich würde das mal als Sieg für mich sehen. Anyway, wieso erzähle ich euch das überhaupt? Nun, diese Ängste vor offenen und tiefen Gewässern und all den Tieren, die dort lauern, projiziere ich in gewissen Maßen auch gerne mal in Videospiele hinein. Weswegen es für mich sehr nervenaufreibend ist, solche Spiele zu spielen. Willkommen zu Raft! Der Planet wurde überflutet, wir treiben in einem popeligen Flößlein umher und müssen jetzt irgendwie überleben. Meine wochenendlichen Eskalationen haben mich mein Leben lang auf diesen Moment vorbereitet. Nicht zu wissen, wo ich bin oder wie ich hierher gekommen bin, ist im Grunde schon ein normaler Sonntagmorgen für mich und bringt mich dementsprechend eher weniger aus der Fassung. Ich umfasse einen Plastikhaken, verpasse damit das Fass, mich kurz gefasst, wurde es jedoch erfasst, was mich fast fasziniert hat. Genug Kauderwelsch geredet, denn heimlich huscht ein Hai hier herum, der uns für den Rest dieses Abenteuers begleiten wird. Doch etwas mehr Sorgen als um den Hai mache ich mir um den Typen hier, der Raft tatsächlich noch nie gespielt bzw. Content dazu konsumiert hat und dementsprechend komplett ahnungslos in diese Aufnahme reingegangen ist. Ich bin direkt zu Beginn schon einigermaßen begeistert von dem tutoriallosen Einstieg in dieses Abenteuer. Raft braucht keine ellenlangen Erklärbärtexte, nein, es braucht dir nur einen Haken einer Schnur und ordentlich Materialien entgegenzuwerfen, sowie ein sehr überschaubares Crafting-Menü zu präsentieren und lässt dich dann einfach mal machen. Hin und wieder schickt es noch den Hai vorbei. Moin, Jerry. Ja, der jetzt wohl Jerry heißt. Und damit ist auch schnell klar, ins Wasser springen ist erstmal nicht drin. Also nicht, dass ich das so oder so vorgehabt hätte, bin ja nicht bescheuert. Ich bin so bescheuert. Never mind, aber greifen wir mal nicht vorweg. Nach einiger Zeit der freiwillig-unfreiwilligen Befreiung des Meeres von seinem Müll erblickte ich eine Insel und hatte dafür einen richtig originellen Spruch auf Lager. Land in Sicht. Ja, ich meine, der Typ hat seine Welt Lenigiro genannt, also was will man da bitte noch erwarten? Noch kurz geschaut, ob es möglich ist, Jerry an sich ran zu ziehen und dann sehr schnell eingesehen, dass es a. absolut keine gute Idee war und b. sehr gut ist, dass es scheinbar nicht funktioniert. Und da wir der Insel immer näher und näher kommen, ich aber noch keine Möglichkeit habe, das Gerät, auf dem wir hier herumtreiben, zu steuern, stoppte ich prompt mal das Herumgeenterhake, schenkte dem Crafting-Menü meine volle Aufmerksamkeit und konnte so ein Plastikpaddel mein eigen nennen. Jerry scheint eher weniger von meiner neu erlangten Mobilität begeistert zu sein und machte sich direkt mal dran, an meinem Floß herumzuknabbern. Erneut festgestellt, dass der Haken eher weniger bei ihm ausrichtet, musste ich hilflos zusehen, wie er ein Stück meines kostbaren Lebensraumes mit sich in die Tiefe riss. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Muss das? Weiß ich nicht, muss das? Jerry scheint also auch, wenn man nicht ins Wasser geht, ein Problem darzustellen, Junge. Gut, ich bin dann also ohne weitere Fehltritte bei der Insel angekommen. Und mich dort direkt mal dran gemacht, die Flora wegzulooten. Hä, wieso kann ich das nicht mitnehmen? Ach komm. Aber zwei richtig fette Wassermelonen verstaute ich. Hoffentlich. In meiner Tasche. Eine Kiste war noch einen riskanten, aber für einen Könner wie mich durchaus machbaren Sprung entfernt, für dessen Inhalt ich allerdings erstmal mein bereits komplett volles Inventar irgendwie leeren musste. Jetzt habe ich ein Quiz für euch. Werde ich A. überlegen, ein Werkzeug herzustellen, um Ressourcen zu verbrauchen und so Platz zu schaffen, es dann aber warum auch immer doch nicht tun? B. die auf dem Boden liegenden Gegenstände einfach gar nicht mitnehmen? C. den Sprung zurück auf die andere Seite verkacken und hinunterfallen. Die Antwort ist natürlich alles drei. Yep, ich schaue den Bauhammer an, schließe dann das Crafting-Menü, drehe mich um, eine Blume hinter mir wegzulooten und mache mich dann auf den Rückweg, der mich zur Erkenntnis führte, dass die Schwerkraft tatsächlich angeschaltet ist. Fürwahr ein Erlebnis sondergleichen, sich sein eigenes Versagen im Nachhinein nochmal anzuschauen und auch noch beschreiben zu müssen. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist, aber je länger ich darüber nachdenke, desto weniger Sinn ergibt auch nur irgendeine der vorhin beschriebenen Handlungen. In meiner Verzweiflung dann noch einen Bauhammer hergestellt und mit diesem an meiner Seite mich todesmutig auf den Rückweg zum Floß gemacht. Ja. Den Hammer sogleich mal geschwungen, das Flößlein etwas zu erweitern, wollte ich eigentlich wieder zur Insel, doch die Strömung pfiff zur Abfahrt und so zog es mich wieder raus aufs offene Meer. Auch ein Versuch, sich gegen die Naturgewalt mittels eines kleinen Plastikpaddels zu wehren, verlief eher so semi-gut. Ja, tschüss Insel, war aber nett mit dir.
Jerry ließ mich mit einem heimtückischen Angriff nochmal ordentlich zusammenzucken, sowie meine bewohnbare Fläche zusammenschrumpfen. Und so ging mein Überlebenskampf auf einem umhertreibenden Tetris-Block weiter. Und ein Überlebenskampf war es in der Tat. Noch absolut keinen Schimmer von den Schritten, die es in diesem Spiel bedarf, um das endlose Verlangen nach Hunger und Wasser zu stillen, warf ich mir zwei ungekochte Kartoffeln in den Backen, die das Hungergefühl nur sehr marginal gestillt haben. Also wirklich so gut wie gar nicht. Zwei ganze Kartoffeln, Mann! Das ist einfach doppelt so viel wie eine ganze Kartoffel. Die Nacht kroch so allmählich heran und in Anbetracht meiner Situation sagte ich dasselbe wie ein deutscher Tourist, dessen Blick auf die Speisekarte eines elitären Restaurants fällt, in welches er sich versehentlich gesetzt hatte. Das ist jetzt ganz schön ungünstig. Und während das Mondlicht so vom Wasser reflektiert und meine Hakenwürfe immer verzweifelter wurden, bis der Haken selber auseinanderbrach, stieg mein Verlangen nach Flüssigkeit in unerträgliche Höhen. Ach ja, ich habe auch bis jetzt irgendwie, bitte fragt mich nicht wie, mein Inventar komplett übersehen. Ich dachte, diese Hotbar-Leiste wäre der einzige mir zur Verfügung stehende Stauraum. Deswegen habe ich auch, anstatt mir die zwei im Inventar herumkullernden Melonen einzuverleiben, lieber meinen Charakter langsam aber sicher dehydrieren lassen. Aber dann, wirklich eins vor Tod, entdeckte ich mein Inventar und versuchte zwar zunächst noch die Samen zu futtern, hab dann aber doch noch was Essbares in der Griffe bekommen und war daraufhin entsprechend euphorisch. Nice. Oh, geil. Okay, Leute, wir sind back in Biss, ich hab ein Inventar. Let's go. Oh shit, okay, nice. Gut zu wissen. Und es tut mir wirklich leid, das jetzt auch noch direkt im Anschluss zu beichten, aber ich habe, nachdem mein Haken in die Fritten gegangen ist, keinen neuen gebaut, weil ich diese Option im Baumenü übersehen habe. Aber hey, es ist ein neues Spiel mit neuen Mechaniken, ich schiebe die ganze Zeit leichte Panik, weil ich auf einem Floß mitten im Nirgendwo rumtreibe, seht es mir nach. Ich finde mich da noch nach und nach rein. Ja, kommt, das glaubt mir doch keiner. Warum habe ich das überhaupt ins Skript geschrieben, als ob irgendjemand glaubt, dass ich mich irgendwann hier noch reinfinden werde? Die Taktik, an neue Rohstoffe und vor allem irgendwie an überlebensnotwendige Nahrung ranzukommen, bestand jetzt also daraus, herumzustehen und die direkt auf mein Floß zutreibenden Ressourcen zu sammeln. Besonders weh tat es, diesen bis zum Rand gefüllten Lootbrocken von Kiste an mir vorbeitreiben zu sehen. Die Nacht irgendwie überlebt, erblickte ich eine weitere Insel. Hoffnung flammte in mir auf. Eventuell gibt es hier Nahrung, Ressourcen oder gar andere Überlebende. Denn ja, Raft soll wohl tatsächlich eine richtige Story sowie interessante Orte zum Erkunden haben. Was es hier so zu entdecken gibt und wie man überhaupt in die Story reinkommt, ist mir allerdings noch nicht bekannt. Zunächst galt es ohnehin erstmal sein eigenes Überleben zu sichern und so paddelte ich drauf los. Mein neu gecrafteter Speer leistete bei der Verteidigung meiner Splitterfliesen beste Arbeit und Jerry musste unvollrichteter Dinge wieder von dann ziehen. Und wer jetzt glaubt, dass ich das Festland erreiche und durch die dort gefundenen Ressourcen mein Überleben sichern kann, der hat wohl bislang nicht aufgepasst. Denn kurz vor meinem Ziel geht mein Paddel kaputt und ohne die Möglichkeit, ein zweites herzustellen, musste ich mir selber dabei zusehen, wie ich wieder der Strömung zum Opfer gefallen an ihr vorbeigetrieben bin. Aber wenigstens etwas Gutes hatte das Ganze, denn ich warf nochmal meinen Blick ins Crafting-Menü und entdeckte schlussendlich doch noch den Plastikhaken, für dessen Herstellung mir lediglich noch etwas Kunststoff fehlte. Und hey, wenn es irgendwo Plastik gibt, dann ja wohl im Meer. Grüße gehen raus an die weggeschwemmte Menschheit. Hungerbiss unter beide Arme war der Enterhaken meine einzige Chance, an genügend Rohstoffe ranzukommen, um ein weiteres Überleben irgendwie sicherzustellen. Durch ein direkt auf mich zusteuerndes Fass gab mir das Spiel auch nochmal den digitalen Mittelfinger, da sich in diesem absolut alles, bis auf was Essbares oder der ersehnte Kunststoff befand. Doch noch einen Plastikfetzen ergattert, crafte ich mir den Enterhaken, erweiterte somit den zu lootenden Bereich des Meeres, wodurch ich genügend Rohstoffe sammeln konnte, um mir eine kleine Anbaufläche herzustellen, die ich benutzen wollte, um die Melonen und Ananassamen einzupflanzen. Es sah alles so aus, als hätte ich das Schlimmste tatsächlich überstanden, bis ich die Melonsamen in der Hand feststellen durfte, dass ich die in dieses Beet gar nicht einpflanzen kann. Wer lesen kann, ist mal wieder klar im Vorteil. Mittelgroße Anbaufläche, ach, willst du mich verarschen? Ohne überhaupt die Möglichkeit, eine mittelgroße oder gar große Anbaufläche herzustellen, verschwand der Hungerbalken komplett, was meistens kein sonderlich überlebensförderndes Zeichen ist. Aber den Überlebenswillen hat es mir noch nicht genommen und mein neues Ziel war es, den soeben hergestellten Grill mit etwas Essbarem zu befüllen. Oh, oh. Das habe ich neu gebaut, du gieriges Stück. Ganz bestimmt nicht komplett gierig auf ein Stück Plastik ins Wasser gefallen, dank mangelnder Hungerleiste nicht in der Lage gewesen, schnell wieder zurück zum Floß zu schwimmen und so Jerry mal eine Kostprobe meines Lebensbalkens gegeben, stand ich schlussendlich mit Herzrasen wieder auf dem Trockenen.
Herzrasen ist auch eigentlich nur ein anderes Wort für Brustbehaarung, wenn man mal so drüber nachdenkt. Egal, Fokus, Fokus, wir müssen dem Grill was zu tun geben, um uns am Leben zu halten. Eine Angel wirkte hier wie der schnellste Weg auf offener See an was Essbares dran zu kommen, aber da ich einfach mal 8 Seile dafür benötige und von denen bereits ganze 0 besitze, erschien mir das Vorhaben im Hinblick auf die wenige Zeit, die mir bis zum Tod durch Nährstoffmangel noch bleibt, eher aussichtslos. Aussichtslos, aber nicht unmöglich. Ein Seil kann man aus 2 Blättern herstellen und so kratzte ich die letzten Energiereserven heraus, schwang wieder und wieder den Haken und bin tot umgefallen. Tja, nicht jede ausweglose Situation lässt sich wie in Hollywood durch Motivationsmusik und viele Schnitte lösen. Der Tod ist bei Raft aber nicht das Ende der Geschichte, denn durch den Deal mit dem Teufel, der dir 2 Drittel deines Inventares mobste, darfst du deine Welt fortsetzen. So kurz vor meinem Ziel, Herr und Meister über meinen Hunger und Durstbedarf zu werden, ging ich diesen Deal natürlich ein und glücklicherweise wurde mir mein kostbarer Haken nicht entwendet. Ich machte mich also wieder ran ans irgendwie sehr weird befriedigende Rohstoff ranziehen. Hauptaugenmerke blieb auf der Angel, für die ich nach wie vor Blätter benötige, und da mir das Glück hold war, kamen auch massig viele Palmwedel an mir vorbei. Tärätätätä, eine Angel. Ich habe mich allerdings von dem am unteren Bildschirmrand eingeblendeten Hinweis, einen Köder auszuwählen, etwas abschrecken lassen. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass ich tatsächlich einen Köder dran packen muss, um damit überhaupt was fangen zu können. Was absolut nicht stimmt. Hätte ich einfach etwas mehr Geduld gehabt, würde ich jetzt einige schmackhafte Fischlein auf dem Grill liegen haben. Aber nein. Jerry nochmal kurz meinen mutierten Zahnstocher entgegengestreckt, erblickte ich eine Insel am Horizont, die erneut eine Chance auf Fressalien mit sich bringt und somit sofort zu meiner Prio Nummer 1 wurde. Da ich noch immer keinen Anker hatte, musste ich mich irgendwie von den Wellen gegen die Insel drücken lassen, was am besten funktioniert, wenn man zuvor selber mal eine Ganzkörperverkostung der Strömung durchgeführt hat. Nicht. Schon wieder maximal am Rumdehydrieren, schaffte ich es nur so halb, einen wegtreibsicheren Spot zu finden. Entschied mich aber dennoch dafür, mal ganz flott die Insel nach was zu futtern abzuholen. Suchen. 2 Melonen eingesackt und durstbedingt nicht mal mehr in der Lage zu sprinten, durfte ich meinem Floß dabei zusehen, wie es sich langsam vom Acker machte. Nein, 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 ich kann nicht rennen. Nein, Schiff, Schiff, nein! Oh, 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 ich hab die Melone. Oh. Okay, das also auch irgendwie überstanden und die beiden erbeuteten Melonen bereits aufgefuttert, stand ich wieder vor der Nahrungsbeschaffungsfrage und tat, was man halt so tut. Ich holte meine Rute raus. Oh mein Gott. Ich hab Fisch. Ich hab Fisch. Was mache ich jetzt damit? Oh. Stolz wie ein Golden Retriever mit einem mittelgroßen Stock im Maul verfrachtete ich das Grätenvieh auf den Grill und obwohl es sicherlich Wichtigeres zu tun gab, konnte ich meine Augen nicht von ihm wenden. Diese gegarte Makrele ist ein Meilenstein meiner Überlebensfähigkeit. In selbiger Nacht es noch vollbracht, ankerlos an einer Insel anzulegen, wagte ich mich im umherliegenden seichten Gewässer ans Stein abbauen. Zumindest so lange, bis Jerry mir dort einen Besuch abgestattet hat. Mir mit den Steinen dann auch mal einen Anker hergestellt, am Boot befestigt und sofort mal ausprobiert. Nur um dann festzustellen, dass man den nicht wieder hochholen kann. Sofern ich da jetzt nichts übersehen habe, was durchaus im Rahmen des Möglichen liegt, ist das also einfach nur so ein Einmal-Eimer-Anker. Meinem kleinen Beet konnte ich durch das Erluten einer Rübe auch endlich mal eine Daseinsberechtigung geben, wodurch aber Erzfeind Nummer 2 auf den Plan gerufen wurde. Move. Besser spät als nie stellte ich mal einen Wasserreiniger her, der Salzwasser in perfektes, klares, frisches, fast durchsichtiges Süßwasser verwandeln konnte. Ah! Siehst du das? Hä? Ich überlebe, du Schmock! Guck dir das mal an! Ja, Boy hat es final doch noch hinbekommen, sich die Spielmechaniken zunutze zu machen und mit ihnen sein kurzzeitiges Überleben zu sichern. Der Tag zog relativ ereignislos vorüber, war bereits zum Ernten, was erneut ein kleiner Sieg in Sachen Survival war. Die Nacht hindurch ebenfalls absolut gar nichts Spannendes gemacht, begrüßte ich den Tag mit einer neu errichteten Vorratskiste. Bei einem erneuten Versuch, mein Floß und mich vor eine Insel zu manövrieren, habe ich wieder alles gegeben, mich selber bestmöglichst zu sabotieren, was in einer weiteren Fütterungsrunde für Jerry und
und einer verpassten Anlegemöglichkeit endete. Doch dann machte ich eine durchaus interessante Entdeckung. Jerry ist nicht unsterblich. Und nicht nur das, sobald der Lümmel regungslos im Meer herumtreibt, kann man sich einige ordentliche Hai-Happen-Huaha von ihm krallen. Direkt mal den Grill angeschmissen, konnte ich im Sonnenaufgang das gegarte Fleisch verknusen. Und ich muss ja sagen, der Lump frisst wirklich ohne Ende. Dieses Riesenstück Fleisch hat meinen Hungerbalken gerade mal so 20-25% gefüllt. Keine Ahnung, was der sich da für eine Speckreserve anfüttern will, aber Lebensmotto ist bei dem ganz klar, in der Not ist der Dicke dünn und der Dünne tot. Wer aber anscheinend den Tod überstanden hat, ist der Hai, dessen Reinkarnation ich Comedy Genie jetzt einfach mal Ben nenne. Für den Wohlfühlfaktor noch einen Teppich ausgerollt, aber ein Tisch hat von der Größe her irgendwie nicht mehr so wirklich auf mein immer noch recht überschaubares Floß gepasst. Und jetzt, wo ich gerade mal so wirklich angefangen habe, Progress zu machen, tat ich eine Sache, die folgenschwere Konsequenzen haben sollte. Ich war ich. Lasst mich euch die sich knapp eine Stunde lang ziehende und komplett auf dieser Insel stattfindende Leidensgeschichte zusammenfassen. Wohlgenährt mit ordentlich Ausrüstung im Inventar sowie frohen Mutes betrat ich die Insel und begann die erste Erkundungstour. Dort stolperte ich über diese zurückgelassene Hütte, welche wohl ein Handelsposten zu sein scheint, der aufgrund fehlender Ressourcen meinerseits allerdings derzeit uninteressant für mich war. Mit einer Axt noch ein paar Bäume abgeholzt, marschierte ich zurück zum Floß und eröffnete dort prompt mal eine Essenskiste. Soweit, so gut. Die zweite Erkundungstour führte mich tiefer in die Insel hinein, wo ich ein großes Warzenschwein und einen noch größeren Adler, Dinosaurier, Vogel erblickte. Letzterer gab mir direkt mal zu verstehen, dass ich hier nichts zu suchen hatte. Oh! Du Arsch! Dem felsenschleudernden Vogel permanent ausweichend, legte ich mich mit El Pigo an, welchem ich echt ordentlich Löcher in den Wanz gepiekst habe, doch er blieb von all dem irgendwie einigermaßen unbeeindruckt. Und nach etwas hin und her biss ich wie ein gefräßiger Cannabiskonsument ins Gras. Auf den durchnässten Brettern wieder erwacht und all die verlorenen Items bedauert, war meine Lage aber noch fernab von aussichtslos. Mir fehlten lediglich einige Planken, um mir beispielsweise wieder einen Haken oder eine Axt zu craften, also latschte ich mal am Strand umher und wurde auch schnell fündig. Etwas Mut zusammengenommen und die Backen zusammengekniffen, schwamm ich drauf los und kam verletzungsfrei wieder am Strand an, wo ich einen Haken herstellte und mir damit vom Floß aus weitere Rohstoffe geangelt habe. Somit auch flott wieder im Besitz einer Axt gewesen und damit erneut in der Lage, die Natur zu tyrannisieren. Doch die sehr dürftige Entscheidung, das verbleibende Leben vom Schwein zu unter und meine eigenen Fähigkeiten mit dem Speer umzugehen zu überschätzen, ließen mich eins vor Tod die Flucht ergreifen. Wo der Riesenvogel meiner kläglichen Existenz durch einen gezielten Steinwurf ein Ende bereitete. Mein Inventar war nun fast komplett leergefegt und mit schwindenden Essensvorräten machte ich die Erkenntnis, mein Floß steckt komplett fest. Ohne ein Paddel komme ich hier nicht weg. Zwei Holzplanken sowie 6 Kunststoffteile trennten mich nun davon, mich aus den Fängen der Insel zu befreien. Beschissen wie ein Arsch hat die Situation, so viel kann ich euch sagen. Nicht mal mehr in Besitz eines Holzspeeres konnte ich Bendo dabei zusehen, wie er mir nach und nach den Boden unter den Füßen wegfraß. Die einzigen irgendwie erreichbaren Ressourcen waren außerhalb der Hakenreichweite und da das hier langsam ein Kampf gegen die Zeit wurde, musste ich zu drastischen Maßnahmen greifen. Mein Inventar komplett in die Kiste entleert, schwamm ich drauf los, was Ben natürlich sehr gelegen kam. Ich sammelte und schwamm und wurde angegriffen und sammelte und schwamm und war auch schon wieder auf dem Rückweg, doch Ben war erbarmungslos wie eh und je. Immerhin der Trostpreis in Form eines Plastikstücks und einer Planke wurde mir gelassen, womit ich aber nur auch nicht wirklich viel anstellen konnte. Bei Tag bin ich nochmal komplett um die Insel herumgelaufen, doch erblickte nirgends auch nur die Silhouette von etwas Lootbarem. Während Ben sich die Zähne an meinem schwindenden Floß schärfte, trieb mich die Verzweiflung erneut zu den einzigen Rohstoffen in der Nähe. Ein Vorhaben, das erneut zum Scheitern verurteilt war. Das Floß lässt sich nicht bewegen, meine Nahrungsvorräte sind aufgebraucht, ein neues Floß, ein Paddel oder andere Werkzeuge lassen sich aufgrund mangelnder Rohstoffe nicht herstellen. Das Teil selber anzuschieben scheint ebenfalls nicht zu funktionieren und damit endet diese Reise wohl fürs Erste, bei welcher wir den Inhalt, den Raft so zu bieten hat, nur angekratzt haben. Wollen wir mit dem erlangten Wissen einen neuen Versuch starten? Lasst es mich gerne wissen. Danke hier auch nochmal für die heftigen Kommentare unter dem letzten Video, hier sind einige meiner Favoriten. An alle, die das Video bis hierher geschaut haben und den Algorithmus etwas pushen wollen, die dürfen gerne mal einen Kommentar, der das Wort saftige beinhaltet, hier drunter ballern. Unterstützt mich gerne mittels der Kanalmitgliedschaft und wie immer, gehabt euch wohl. Bis dahin, tüdelü.